Guten Morgen zusammen. Ich befinde mich jetzt in der Stadt Einbeck und habe hier am PS-Speicher geparkt, wo gerade eine Sonderausstellung ist. 100 Jahre AWUS. Ich bin jetzt eher wegen der Altstadt hier als wegen dem PS-Speicher. Aber eventuell bietet sich das ja noch an, aufgrund der Wetterverhältnisse, dass ich mir den von innen auch mal anschaue. Aber jetzt geht es erstmal Richtung Altstadt. Und es würde mich freuen, wenn ihr da wieder bei seid. So, und hier einmal die Fronteinsicht von diesem Genusswerk oder Genusswerkstatt, wo ein Restaurant in der Regel ist. Die haben aber gerade Winterpause und hier kann man die Tickets für den PS-Speicher kaufen, die aber zu Winterzeiten erst um 11 Uhr öffnen. Und da wir gerade irgendwie um die 9 Uhr haben, werde ich erstmal weiter, wie schon gesagt. Von dieser Brücke, wo ich jetzt gerade stehe, hat man einen herrlichen Blick auf die ersten Ausläufer hier von dem historischen Stadtkern. Hier ist gerade so eine schöne Beschreibung von einer historischen Stadtbefestigung. Die Einbecker Neustadt wurde um 1250 mit Walle und Graben befestigt. Kurz darauf begann der Bau der 2,2 Kilometer langen ringförmigen Stadtmauer. Eine noch größere äußere Stadtbefestigung wurde Ende des 14. Jahrhunderts fertiggestellt natürlich. Und jetzt geht es durch das Tiedecker Tor ins Innere der Stadtmauer. Und auch hier so in diesen Torbögen, die zu irgendwelchen Hinterhöfen führen, überall doch wirklich sehr gut gemachte Graffitis. Ich habe auch einen Sprachfehler heute. Egal, ihr kennt mich ja. Wird nicht geschnitten, ist wie es ist. Ja, und die Fachwerkhäuser hier, das ist wunderschön. Ähnlich wie in Wernigerode. Das kann man sich wirklich im Detail sehr lange angucken, wenn man sowas mag, wenn man hier vor den einzelnen Häusern steht. Hier ein herrlicher Blick auf diesen Marktplatz, den ich gleich auch von der anderen Seite nochmal zeige, um die Kirche drauf zu bekommen. Definitiv sehr sehenswert. Ja, von hier ist jetzt auch die Kirche schön zu sehen, wenn auch ein bisschen duster. Aber mehr gibt das Tageslicht momentan noch nicht her. Also es ist herrlich von der Farbvielfalt der Malerei und den Gassen hier. Es ist herrlich, so ein leichtes Treiben hier und dann überall diese echt alten, top restaurierten Gebäude. Gefällt mir sehr gut. Hier sind auch wieder zwei solche Schätzchen, wobei ich das rechte im Bild wesentlich imposanter finde. Hier so ein schöner kleiner Brunnen, der im Sommer bestimmt auch in Betrieb ist. Und direkt gegenüber befindet sich das neue Rathaus. Es heißt zumindest so vom Namen her. Auch sehr schön, wie hier am Bürgermeisterwall dieser Allee Spazierwege oder Fußwege. Auf der gegenüberliegenden Seite geht es jetzt in den Stiftsgarten, wie man hier schön an dem Schild auch erkennen kann. Auch hier wieder so eine schöne Brunnenanlage, die zwar ein bisschen verschmoddert ist, aber so wie es aussieht, wird da auch gerade was dran gemacht. Ansonsten im Hintergrund schon mal die Nebengebäude, die wahrscheinlich zu diesem Stift gehören. Weil das sind ja so diese klassischen Kirchenbauten aus der Zeit. Hier ist nochmal so eine Skulptur zur Erinnerung an August Stuckenbrock. 1867 bis 1930 ergründet in Einbeck das erste Versandhaus Deutschlands. Das ist also so ein Karton, wo dann jede Menge Sachen wie Spielzeuge,
Werkzeuge, Musikinstrumente so langsam rauslaufen. Schön gemacht. Hier ist schon mal schön ein Teil der Kirche zu sehen. Da hat es auch gerade einmal geläutet. Ich dachte, da kommt jetzt noch ein bisschen mehr. War wohl ein Irrglaube. Hier nochmal so eine kleine Seitenansicht durchs Gestrüpp Richtung Kirche und den Rest des Parks, was man hier so sieht, mit Spielgeräten, Sportgeräten, ein paar Sitzbänke. Ist also für alle was dabei. Wenn man aus dem Park rauskommt, hier an dieser Seite, ist man direkt bei der nächsten Kirche und so historischen Überresten der verschiedenen Tore, denke ich mal, oder Stadtmauerpunkten, die man hier so sehen kann. Aber beeindruckend ist dieser rote Stein der Kirche, finde ich. In der Regel haben die ja diesen grünen Sandstein aus dieser Epoche da hauptsächlich genutzt, aber hier anscheinend regional eher den roten. Auch die Schule hier in so einem schönen historischen Gebäude. Deutlich schöner als die meisten hochmodernen Bauten, meiner Meinung nach. Auch wenn es da schöne gibt. Hier einmal die Ansicht von vorne. Auch hier wieder eine von den kleinen schönen Gassen. Wie immer in diesen Städten, egal um welche Ecke man kommt, gibt immer was Tolles zu sehen. Wenn man sich überlegt, da oben dieses Dach, das kann eigentlich nicht mehr dicht sein, denkt man sich. Aber so wie der Rest des Hauses aussieht, scheint es zu funktionieren. Durch die Fußgängerzone hindurch ziehen sich natürlich auch die alten Gebäude. Und dann in den Erdgeschossen schön die, ja, typischen Einkaufslädchen, die man so in den Fußgängerzonen auch vermuten würde. Gegenüber von mir ist hier die Touristinformation untergebracht in dem Gebäude. Ich zoome mal eben auf die einzelnen Holzleisten. Unheimlich beeindruckend gemacht, das Ganze. Eins tiefer. Ich hoffe, das erkennt man nachher auch alles mit diesem starken Zoom. Aber die Gassen sind halt so eng, dass ich das anders nicht irgendwie kriege. Und was wahrscheinlich auch jeder kennt, ist das Einbeckerbier, besonders dieses Bockbier. Da ist ja da die Brauerei gewesen. Jetzt hier an der Hauptstraße finde ich diese Front nochmal sehr schön. Aber jetzt zieht es mich doch wieder in die hinteren Gassen. Ich finde mich gerade jetzt hier am Hallenplan. Ist auch wieder so ein schöner kleiner Innenhof. Mit diesem Brunnen hier vorne, was natürlich anziehend ist, ne? Alleine wegen des Wassergeplätscherts. Gefällt mir sehr gut. Aber auch hier der Blick immer wieder mal nach oben zu den Dächern und zu den verschiedenen Verzierungen lohnt in jeder Ecke. Hier vorne steht jetzt ein Schild oberhalb der Straße. Herzlich willkommen zur Einbecker Senfmühle. Hört sich auch einladend an. Unten drunter steht noch klein geschrieben: Das Schärfste am Norden. In dem Gebäude befindet sich die Senfmühle, wo oben Kontor über der Tür steht. Und hier gibt es nicht nur Senf, sondern auch Bockbierbrand und Likör, also alles, was man irgendwie so aus Senf noch herstellen kann. Umso weiter man natürlich in die hinteren Straßen und Gassen kommt, wo dann keine Gewerbeeinheiten mehr sind, sind die Häuser immer noch sehr schön, aber nicht mehr so prunkvoll.
Die Häuser hier so in Rot-Grün-Rot haben ja was ganz besonders Kribbeliges, aber auch was Schönes. Hier nochmal ein Blick auf so ein Brothaus, was schon seit 650 Jahren eine Gaststätte ist. Ich befinde mich jetzt am Weckerwall und da hat man nochmal eine schöne Aussicht, sage ich mal, hier runter auf diese Teichanlagen und den Park, der sich da so ein bisschen schlängelt. Und zur anderen Seite auf die alte Stadtmauer und den Kirchturm im Hintergrund. Schon ein schönes Fleckchen Erde hier. Jetzt stand hier gerade noch mal eine Tafel, dass das Ganze zum Fischereiverein Einbeck gehört. Sowohl diese Seite als auch diese. Unter anderem gibt es hier natürlich Fische, aber auch Muscheln und Ähnliches. Und hier kommt gerade so ein ganzer Schwarm Enten. Die habe ich vorher gar nicht so richtig wahrgenommen. So, meine Lieben, wie ihr seht, bin ich wieder an meinem Ausgangspunkt angekommen, hier am PS-Speicher in Einbeck, und würde auch jetzt das Video hier beenden und nicht mehr in den PS-Speicher gehen. Mir ist gerade irgendwie nicht nach diesen Museen oder Ähnlichem. Und daher würde ich sagen, ich beende dieses Video jetzt über Einbeck in Einbeck und hoffe, ihr konntet so einen kleinen Einblick genießen, wie schön hier doch diese Altstadt ist. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn wir uns das nächste Mal wieder sehen und hören. Und das war's dann. Macht's gut. Euer Markus.